Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um dieses große Buch hier. Und zwar ist das Mama, erzähl mal, das Erinnerungsalbum deines Lebens aus dem Knauer Verlag. Das gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Größen und Formen und Farben. Also da habt ihr auch eine riesengroße Auswahl. Da könnt ihr mal gucken. Ich habe jetzt das in so einem Türkis genommen mit so Ranken hier drauf. Der Titel ist hier nochmal dann golden drauf geprägt. Das hier kann man auch abmachen, was ich jetzt auch mal tun werde, weil es im Verlauf des Videos sowieso dann wegrutschen wird, diese Banderole. Und da sieht das Ganze dann so hier aus, finde ich erstmal richtig schön gestaltet. Ihr habt dann auch nochmal wie so ein Lesebändchen, könnte man sagen. Und da trägt man als Mutter einfach alles Mögliche ein. Also es beginnt bei der eigenen Geburt, über die Kindheit, über die eigenen Eltern. Man schreibt auch manchmal ein paar Sachen über das eigene Kind mit rein. Und das ist etwas, was ich Vince mitgeben möchte. Also wenn er dann hier von zu Hause auszieht, bekommt er eine riesengroße IKEA-Kiste mit ganz vielen Erinnerungsstücken. Und da wird unter anderem dieses Buch drin sein. Also ich möchte auch für jedes unserer Kinder so ein Buch anlegen. Und ich möchte euch gerne nochmal vorlesen, was hier drin steht, weil das ganz interessant und auch süß geschrieben ist. Von mir für dich, weil du jemand Besonderes bist. Einige Menschen sind wichtig in deinem Leben, einfach weil sie sind, wer sie sind und weil sie eine besondere Bedeutung für dein Leben haben. Sie helfen dir, so zu werden, wie du bist und lieben dich bedingungslos. Heutzutage vergessen wir oft, den wichtigsten Menschen in unserem Leben zu sagen, wie viel sie uns bedeuten. Darum will ich dir dieses Buch schenken, weil du du bist und weil du wichtig und besonders für mich bist. Weil es noch so viele Dinge gibt, die ich von dir wissen möchte. Deswegen möchte ich dich bitten, dieses Buch zu deinem Buch zu machen. Wie funktioniert es? Wo du anfängst und ob du an jedem Tag etwas lesen oder schreiben möchtest, kannst du natürlich selbst bestimmen. Ich kann mir vorstellen, dass du über einzelne Themen mehr zu erzählen hast oder dass du Fotos oder andere Erinnerungsstücke einkleben möchtest. Dafür habe ich nach jedem Kapitel Platz gelassen. Lebe dich aus, schreibe, zeichne oder klebe etwas hinein und mache aus diesem Buch einfach dein eigenes Buch. Ich weiß, dass man Geschenke normalerweise nicht zurückverlangen darf, doch in diesem Fall möchte ich gerne eine Ausnahme machen. Ich habe das Gefühl, dass es ein besonderes Buch werden wird, über dich, und deswegen möchte ich dich bitten, es mir später wieder zurückzugeben, damit du mir immer nahe bist. Genau, das steht halt hier vorne drin. Und dann hat man auch wirklich wie so ein kleines Inhaltsverzeichnis. Und da ist das alles gegliedert, über was man dann schreibt. Also es geht los über das Kleinsein und das Größerwerden. Also da schreibe ich halt über meine Geburt, war das allererste, dann über die Kindheit, über Eltern, über Familie, über das Größerwerden, über das Erwachsenwerden. Dann kommt nochmal das große Kapitel, alles über die Liebe. Da schreibt man alles zum ersten Mal über das Schwangersein und das Kinderkriegen. Dann kommt ein großes Kapitel über Freizeit und andere schöne Dinge. Da schreibt man über Essen und Trinken, ferne Länder, Reisen, über Hobbys und freie Zeit. Und dann das letzte Kapitel ist über dich und den besonderen Menschen, der du bist. Über deine Sicht auf das Leben, über Erinnerungen, über Dinge, die eine besondere Bedeutung für dich haben, über dich, wie du früher warst, wie du heute bist. Und da bin ich auch selber sehr, sehr gespannt. Ich habe so die ersten Seiten schon ausgefüllt heute. Wenn man das selber nochmal so für sich reflektiert, ist es zum einen manchmal spannend zu sehen. Manchmal muss ich echt nachdenken, weil ich mich an meine früheste Kindheit ganz, 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 ganz schlecht erinnern kann. Manchmal, ich habe mich auch schon so dabei ertappt, wo ich mir dann beim Schreiben gedacht habe, ich möchte nicht, dass Vince das irgendwann mal einschreibt. Ich möchte, dass er was Besseres einschreiben kann, beispielsweise. Oder dass er dort mehr einschreiben kann. Und das auch so für sich als Person zur Reflexion finde ich das richtig, richtig super. Und dann natürlich als Erinnerung. Ob jetzt für einen selbst, wenn man dann mal alt ist und sich erst recht nicht mehr an die Dinge erinnern kann, ist es natürlich sehr, sehr schön. Aber ich möchte es unbedingt meinem Kind mitgeben. Er erfährt, glaube ich, auch in diesem Buch dann vieles, was er so von mir nicht erfahren hat, weil wir einfach nicht darüber gesprochen haben, weil es nicht zur Sprache kam. Wie gesagt, die ersten ein paar Seiten habe ich schon ausgefüllt. Einiges musste ich freilassen, weil es einfach, das möchte ich dann erst in ein paar Jahren dann reinschreiben oder so. Es ist auch ganz viel Platz. Dann immer hier, das sind dann so leere Seiten, wo man Bilder auch einkleben kann oder irgendwelche anderen Erinnerungsstücke, die man so hat. Es ist so auch im Innenteil sehr, sehr schlicht gehalten. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ich werde es wahrscheinlich auch so lassen,
Wenn man jetzt ein bisschen kreativer, bunter das Ganze macht, kann man natürlich hier mit Washi-Tape und Stickern und so auch noch ganz, ganz toll arbeiten. Oder mit verschiedenfarbigen Stiften oder weiß der Kuckuck. Ich werde es allerdings klassisch halten. Ich habe angefangen mit schwarzem Kuli zu schreiben. So wird es auch bleiben. Ich werde noch ganz, ganz viele Bilder auf jeden Fall auch noch einkleben. Was schon wieder schwierig wird, Bilder aus meiner Kindheit irgendwo herzusammeln. Also muss ich meine Mama mal fragen, ob sie da eventuell noch was herausrücken würde. Weil so ein eigenes Fotoalbum von meiner Kindheit oder so habe ich gar nicht. Also doch dann, als man selber angefangen hat, Fotos zu machen. Ne? Also in der Jugend dann. Da habe ich zahlreiche Fotos, die ich hier einkleben kann. Aber so aus der frühen Kindheit muss ich mal gucken, ob meine Mama da eventuell noch was hat. Aber ich freue mich sehr. Also mir macht es schon sehr, sehr viel Spaß. So die ersten Seiten, die ich gemacht habe, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es wird dann noch toller, wenn es dann so in die Zeit kommt, wo meine Jugend dann war, in der Pubertät. Wenn man da die ganzen Fotos wieder rauskramt, das ist richtig, richtig cool, glaube ich. Ich glaube, ich werde es dann auch im Nachhinein mal oder vielleicht auch schon zwischendurch Manu mal zum Lesen geben, weil da sicherlich auch Dinge drin stehen, die er über mich gar nicht weiß. Einfach weil wir nie drüber gesprochen haben, weil es nie zur Sprache kam. Und ich freue mich dann noch mehr, wenn es dann fertig ist, wenn ich es dann Vince mitgeben kann und er nochmal sowas über mich lernt, mich in Erinnerung behält und das finde ich eine richtig, richtig schöne Idee und kann das jedem nur empfehlen, sowas anzulegen. Ich weiß, meine Schwester hat es dieses Jahr meiner Mutter zum Muttertag geschenkt. Erst dadurch bin ich auf die Idee gekommen, selber sowas anzulegen und ich werde es auch für jedes Kind machen, auf jeden Fall und vielleicht sogar nochmal für mich persönlich. Eins, was ich dann wirklich für mich behalte, was ich nicht an die Kinder rausgebe, was ich für mich behalte, wenn ich dann irgendwann alt bin beispielsweise. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön. Das ist, wie gesagt, das von Knauer. Das von meiner Mama, was die hat, ist auch von Knauer, aber es ist zum Beispiel rot und auch ein bisschen kleiner als dieses hier. Da könnt ihr also schauen, was ihr mögt. Es ist eine tolle Geschenkidee an eure Mütter, aber wie gesagt, auch was Tolles für sich selbst oder für Freundinnen, die Mütter sind. Ich finde es eine richtig, richtig schöne Sache. Und habe auch schon die ein oder andere Person im Kopf, der ich das vielleicht auch schenken möchte. Ich weiß, das gibt es auch für Oma und Opa. Das nennt sich dann irgendwie Erzähl mal Oma oder Erzähl mal Opa. Ich glaube, meine Oma hat sowas auch schon geschenkt bekommen, dächtig von ihrem Sohn. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Also das gibt es, wie gesagt, auch für die Großeltern. Vielleicht auch da mal eine tolle Idee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt einen Input bekommen, eine neue Idee bekommen. Ich verlinke euch natürlich den Verlag und auch das Buch unten in der Infobox. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!